Glück verwöhnt mich heute nicht. Ich verdiene nicht einen einzigen Yen, wenn ich einen Menschen einfange. Hey Kleiner, hast du ein paar Leuchtkäferkokons? Reich sie mal rüber und es gibt auch keinen Ärger für dich. Was? Du möchtest kämpfen? Ich bin dabei. Na komm schon. Würdiger Gegner, wie ich sehe. Das war's dann für heute. Thank you.
Hey, du! Was machst du hier? Diese Art nicht für Menschen. Fort mit dir! Was ist das da? Oh, meine Güte! Du hast hübschen Ring da. Wie wär's, wenn du mir gibst ihn? Wenn du tust, ich bleibe und höre. Oh, wie wunderschön. Ja, was du willst. Kalabas, das ich habe, aber ist einer krank geworden? Lass nicht sagen. Die Unibubu kamen in euer Dorf? Wie schrecklich! Die Plage von Heuschrecken. Nun, hier ist bisschen Kalabas für den Ring. Aber das nicht reichen wird? Ich einen Platz kenne, wo ganz viel davon gibt. Was? Ich nicht werde umsonst dir sagen. Bring mir mehr Schätze. Nur dann ich dir werde verraten, wo Kalabas liegt. Sprich über mit deine Ältesten. Mammon, du sagst? Ja nun, das ist vor langer Zeit mein Name. Ich auch hieß Mammon. Ich glaube? Oh ja, das stimmt. Ich der Wächter von göttlichem Baum bin. Ich hüte gegen die Tricks von euch Menschen. Elrim mir so befohlen hat. Ach, wie lange ich wohl so muss weiterleben. Ich das jetzt schon ohne Ende tu, seit hunderte von Jahren. Und es nur Bäume gibt, soweit das Auge kann sehen. Ich mich so sehne nach Schätzen. Verflixter Elrim, ach, wie gemein er ist. Bah, wenn nur diese Name ich höre, ich ganz krank werde. Bloß nicht sagen, du ihn kennst. Oh, verstehe, ja. Du das mit Kalabas von Kikina gehört? Richtig? Ach, ich ihm tausendmal gesagt. Ich wirklich muss mal was wegen diese Yamu unternehmen. Es Kikinaks Fehler ist, dass der Wald so geworden. Dieser abartige. Wegen ihm wir überhaupt in diese feine Lage reingezogen wurden. Bring mir Schätze mir. Nur dann ich dir werde erzählen von einem Platz. Sprich über mit Ältesten. Folge mir. Ich werde deine Fesseln lösen und sie fortwerfen. Die Tat von Gehenna. Oh, du hast also die Waldmenschen gefunden. Und? Haben sie denn Kalabas? Genau das habe ich erwartet. Sie werden es dir als Gegenleistung für den Schatz erzählen. Trotz alledem, ich glaube nicht, dass Yibara sich auf solche Bedingungen einlässt. Ich werde selbst mit dem Dorfoberen sprechen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Wir werden direkt zum Ratssaal gehen.
Die Gefangennahme. Du behauptest also, dass du den Ort mit dem Kalabas herausgefunden hast? Sagst du auch wirklich die Wahrheit? Und er wird ihn dir wirklich verraten, wenn du ihm Schätze bringst? Wenn Garay recht hat, dass dieser Dämon der Hüter des Waldes ist, dann hätte ich da einen Plan. Verehrtes Dorfoberhaupt, ich vermute, dass der Dämon, von dem wir sprechen, der Hüter des Gottesbaums ist, einer Inkarnation des Waldgotts. Das Kalabas werden wir bestimmt am Fuße des Gottesbaums finden, der Quelle allen Lebens. Wenn wir uns das Kalabas einfach beschaffen, wäre das nur eine vorübergehende Lösung solcher Probleme, wie der Angriff neulich. Es wäre klüger, den Gottesbaum zu finden und ihn dann zusammen mit dem Waldgott gefangen zu nehmen. Wenn wir nur irgendetwas Wertvolles anbieten könnten, fiele uns die Entscheidung leichter. Doch Ibarra, ich würde gerne wissen, wie der Gottesbaum überhaupt gefangen genommen werden soll. Wird man uns eine solche Sünde vergeben? Würde das nicht eine Wiederholung der Tragödie von Gehenna Pale bedeuten? Der Zerstörungsprozess fing schon vor langer Zeit an. Lange bevor die Heuschrecken uns angegriffen haben. Was geschehen ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Auch wenn das Kalabas das Problem erst einmal löst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Land Parel vom Wald verschluckt werden wird. Daher sollten wir mit unseren verdammten Bräuchen endlich aufhören. Alles, was wir tun, dient der Zukunft der Menschen von Syrus. Nein, allen Menschen in Parel. Dorfoberer, es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Du meinst, es sei möglich, das Schicksal aller Menschen in Parel zu verändern? Meine Ahnen, die Schamanen von Gehenna Pale, nahmen den Wald gefangen und teilten ihn in vier Teile. Das bedeutet, dass die Gefangennahme eines Gottes tatsächlich möglich ist. Die Weisheit der Menschheit tritt gegen die Mächte des Gottes an und damit gegen die Naturgewalten. Das ist weder Sünde noch Frevel. Im Grunde ist es das wichtigste Naturgesetz. Nur die Starken überleben. Wir haben lange auf diesen Tag gewartet, an dem wir Syrus unsere Treue erweisen können. Wir müssen diesen Gottesbaum finden und die Macht des Talismans der Gefangennahme heraufbeschwören. Ich verstehe. Nun, du hast Ibarra zugehört. Wir müssen die Bedrohung durch die Dämonen beseitigen, wenn wir mit dem Wald weiterleben wollen. Und zu sündigen, das könnte auch in der Natur der weisen Bestien liegen. Wir müssen unbedingt handeln. Sohn des Löwen von Parel, unser Schicksal liegt bereits in deinen Händen. Ich habe viele Berichte gehört, aber wie es scheint, ist Mammon genauso gierig wie eh und je. Wenn er so auftritt, wird er niemals wieder seine Geistergestalt annehmen. Wie dumm sie ist! Man kann den Gottesbaum nicht gefangen nehmen. Hast du nicht die alten Ruinen im Wald gesehen? Dieser Geist aus Gehenna Pale, was führt sie im Schilde? Aber wenn der Dorfoberer es so anordnet, müssen wir gehorchen. Ihre Vorfahren waren Alchemisten im uralten Königreich.
Ihre Familie hat von jeher die wahre Macht über Syrus gehabt und mit den Dorfoberen als Galionsfiguren im Hintergrund gewirkt. Sie haben die Familien der Oberhäupter in allen Dörfern von Parel unterwandert. Zu viel Vertrauen in die menschliche Intelligenz ist das Markenzeichen von uns weisen Bestien. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir ohne die Gnade des Wissens nicht überleben können. Der Mensch ist manchmal schwach und manchmal eine gewalttätige Bestie. Die Entscheidungen, die im Ratssaal getroffen werden, sind unumstößlich. Doch es könnte sehr wohl ein blutiger Weg vor dir liegen. Wähle deine Schritte mit Bedacht. Du hast ihm also den Ring gegeben. Das ist schon in Ordnung. Mach dir keinen Kopf darum. Ich denke, du hattest keine Wahl, oder? Unseren Feinden lieben wir. Und für die Geplagten beten wir. Bewähre uns, den weisen Bestien, die Kraft, den Geist zu berühren. Sei bitte vorsichtig. Thank you.
Gottesbaum? Was du willst mit Baubaubaum? Thank you.
Herr Gottesbaum? Was du willst mit Baobaobaum? Elrim würde nicht mögen, wenn ich rede. Ich weiß nichts, nichts. Warum du suchst Totoyamu? Was du mit ihm machen willst? Etwa sagen, dass wieder ihr alten Gewohnheiten nachgeht? Ihr kein Ort für Menschen. Elrim dich bestrafen soll. Fort mit dir, aber schnell. Mich nur betrügen! Dieser Ring ist unecht. Er nicht glänzt, wenn ich ihn aufsetze. Ich nicht will deinen Schrott. Weg mit dir, du Gauner! Wow! Jetzt schau dir das an! Der Ring nur glänzt, wenn du ihn trägst. Oh ja, hast du Kostbarkeiten gebracht?
Versprochen ist versprochen. Ich den Weg zum Kalabas öffne. Aber ich auch Elrim mein Versprechen gegeben habe, ich dich nicht dorthin bringen kann. Wenn Elrim merkt, dass ich es Menschen verraten habe, er nicht wird fröhlich sein. Sprechen. Ich nichts weiß. Thank you.
Was soll denn das? Elrim, weint! Du hast Talisman für Gefangennehmen benutzt. Du also Agent von Gehenna bist. Weise Bestie. Diener von Gehenna. Dein Mund verflucht ist durch Verbitterung. Deine Hand schnell Blut vergießt. Dein Weg Ruin und Elend ist. Buße für das Fleisch. Unser Mund zur Bitterkeit verflucht. Unsere Hände vergießen schnell Blut. Unser Weg ist Verderben und Leid. Das Opfer. Yibaras Männer kamen und brachten Mutter Garay fort. Warum? Warum haben sie sie weggebracht? Und was haben sie gemeint mit dem Opfer? Was hast du im Ratssaal versprochen? Nein! Ich flehe dich an. Bitte rette Mutter Garay. Ich werde eine letzte Frage stellen. Warum bist du nach Syrus gekommen? Ich bin nicht blind, musst du wissen. Was hast du im Schilde geführt mit dem Mädchen? Ich kam wegen dieses einen Tages hierher. Ich kam, um die Seelen der Nagi zu reinigen. Nein, die aller weisen Bestien. Du lügst immer noch nach allem, was geschah? Du kamst, um die Seelen der Leute von Syrus zu rauben. War es nicht so? Ich habe es von Anfang an gewusst, Mutter Garay. Oder sollte ich dich bei deinem echten Namen nennen? Asura, Göttin des Todes. Ja, natürlich. Du könntest mich so nennen. Ich bin die Inkarnation des himmlischen Geistes Asura. Diejenige, die aus alten Seelen neue spinnt. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Weisheit der weisen Bestien brachliegen wird. Und das Wissen der Wissenden wird sich als bedeutungslos erweisen. Yibara, Geist des törichten Wissens, Phantom von Gehenna. Manche warten auf ein Zeichen, andere streben nach Wissen. Das liegt in der Macht von Elrim. Aber trotz seiner Dummheit ist Elrim klüger als die Menschen. Und trotz seiner Schwäche ist Elrim stärker als die Menschen. Licht und Dunkelheit. Die beiden Seelen. Die Auserwählten von Licht und Dunkelheit werden diesen verfluchten Zustand in ewige Ruhe verwandeln.
Für diese beiden verspinne unsere Seelen und führe uns ins gelobte Land. Die Zeit des Sammelns ist gekommen. Unsere Seelen werden eins mit den Erwählten. Das ist also die Zeit des Sammelns, von der Mutter Garai gesprochen hat. Ich hatte das Gefühl, dass der Geist von Mutter Garai mich gerade eben durchdrungen hat. Alles Mögliche schoss gleichzeitig durch meinen Kopf. Und ehe ich es wusste, ist es mit mir passiert. Die Seelen aller Dorfbewohner wanderten gemeinsam mit Mutter Garai an Elrims Ort. Das Verschwinden deines Vaters, der Zorn der Onibubu, das Opfer. Das war alles, alles für diesen Tag heute. Nie das Oberhaupt der Nagi kennt die ganze Wahrheit. Das hat Mutter Garai gesagt, bevor sie von uns gegangen ist. Tradition, Schicksal, Flüche, Dämonen, Wir sind durch so viele Fesseln gebunden. Aber jene Fesseln, sie sind gleichbedeutend mit dem, was unsere Herzen gebunden hat. Sie bedeuten das, was uns ausmacht. Ich fühle mich so schwach. Vielleicht bin ich nicht in der Lage, auf diese Weise noch länger zu bleiben. Du sprichst die Wahrheit. Deine Seele wird letztendlich eins mit dem Willen des Waldes und das Fleisch wird vergehen. Wenn du innerhalb eines Kokons bleibst, kann das dein Leben verlängern, aber nur so lange, bis die Umwandlung vollendet ist. Es bleibt nur noch wenig Zeit. Überlass alles Weitere mir. Mabu, du musst im Kokon bleiben. Nun denn, wahrscheinlich weißt du nicht, was geschehen ist. Unsere Seelen wandern jetzt durch Raum und Zeit auf der Suche nach neuen Körpern. Und neue Qualen werden beginnen, wenn unsere Seelen wieder in Fleisch zurückkehren. Der Glanz des Ringes, den Mabu dir gab, ist der Beweis, dass du der Auserwählte des Lichts bist.
Der Auserwählte der Dunkelheit wartet auf dich auf der anderen Seite dieser Dimension. Der Weg bis zu ihm wird deine Ergebenheit prüfen. Es wird eine Reise des Herzens, deren Ausgang sich in den Qualen niederschlägt, die unsere Seelen erwartet. Geh in den Mottenwald. Dort musst du nach dem Oberhaupt der Nagi, beim Tempel von Kemuel, suchen. Bevor du gehst, lege Rikets Mantel an. Das ist mein letztes Geschenk für dich. Ich wünsche dir Glück, Auserwählter.